Wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich schlafe gerade auf dem höchsten Dach hier in Kevnaz. Auf so einem Bett, auf dem Dach, um mich zu. Oder alles vernetzt, damit keine Mücken mich stechen. Wir haben es gerade. Ja, Mann, gibt es einfach. Wie das hier aussieht, kann man ja sehen. Krass, oder? Heftig. Guck mal, wie ich geschlafen habe. Zeig dir mal. In so ein Ding. Geil. Guck mal da. Tante hat hier, wo sie gemacht hat. Ja, schöne Grüße an. Was das Küche? Ja. Nicht nur du bist die immer alles macht. Die doch andere Frauen, die challenge sind, stabil sind. Die ging drunter. Kiste der Herzen. Gucken, was Papa macht. So, Freunde. Ich hoffe, ich begegne keinen Hund. Ach du Scheiße. Ich hasse es. Das ist der einzige Nachteil, hier zu leben. Aber das Ding ist, das sind Kangal-Hunde. Die tun anscheinend nichts. Gebt euch. In Deutschland, ich wurde schon 77 Mal gebissen, Wallah. Kutschebulu. Kutschechawailu. Scheiße. Jetzt muss ich einfach, das ist mein Weg nach Hause. Jetzt, ich habe meinen Onkel geschlafen, ihr habt es gesehen. Gebt euch einfach den Weg, den ich jetzt nach Hause gehe. Regie, hau mal ein Beat rein. Wie hast du geschlafen? Super, ich habe sehr gut geschlafen, Alter. Bombe. Und hat gesagt, du hast geschlafen wie ein Stein. Ja. Der hat dich 2 Minuten lang geschüttelt. Ja, von der Rasta. Mein Gott. Rasta kam, Frau, ich bin nur mal Paris. Hat sich das gelohnt, da oben zu schlafen? Ja, klar, Mann. Ah, Freunde. Ich bin gerade von dort oben hier runtergelaufen. Die letzten beiden Videos sind echt gut angekommen bei euch. Ich küsse eure Herzen an jeden Einzelnen, der dabei war. Warum bist du so kaputt? Warum redest du nicht? Was soll ich dir sagen? Ich war noch richtig kaputt. Ich bin seit heute Morgen um 8 Uhr nicht unterwegs bis jetzt. Ich habe mit Zabi auch dienstlich seine Baustelle auf bisschen geholfen. Ich habe mitgearbeitet und seitdem sind wir unterwegs. Heftig. Also, ich bin kaputt. Bahjan fertig. Ja. Isot fertig. Ich habe dir heute gesagt, machst du mein Essen? Ema Aschi, habe ich gesagt. Ein schönes Essen. So sieht das Ganze aus. Ne? Ich bin seit 4-5 Tagen hier. Ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe viel gegessen hier. Kein Kebab, kein Adana, kein Prisola. Ich habe nichts gelassen. Ne? Bruder, Toilette hat mich hochgenommen. Deswegen, es gibt nichts Geileres, als einfach auf ganz chillig. Zack, schön Joghurt, der Schick, Savat, bam, bam. Wir müssen uns einen Corona-Test fertig machen hier. Das Ding ist, ich bin eigentlich geimpft, ich brauche keinen. Aber sicherheitshalber lasse ich mich auch kurz testen. Ach, du Scheiße. Was war das? Aber leider.
Wo bin ich gerade? Ich bin hier gerade in Nusaybin. Viele kennen diesen Ort hier. Man kann sich das auf jeden Fall ein, zwei Mal gönnen. Der Weg hierher ist krass. Durch Berge und so. Wenn ihr Urlaub machen wollt, kommt auf jeden Fall hierher. Macht nichts falsch. Aber wie mit hier Regner oder drin ist? Ich hab nicht mal Internet hier, kein Empfang, nichts. Nicht mal WLAN machen, nicht mal ein Reh lassen die hier. Nach Nusaybin gehen wir jetzt Knöpfe essen. Was geht ab, Herr Freund? Was geht ab? Ja, ich bin hier, was redet ihr denn? Kennen wir ihn hier? Der Mann aus Germany, kam hierher. Rami, ja, was geht ab bei dir? Was möchtest du von dir? Scheiße. Ich habe die Frage, Alter. Wen beantwortest du? Yes. Da, Mann, wie hat dir das Essen in Nusaybin geschmeckt? Beschissen. Letzter Dreck. Das ist nicht so, wie man allerdings hier im YouTube hier reinguckt. Hier. Also für mich ist das Müll. Oh, shit. Milch von Esel, direkt gemerkt. Was ist das für ein Bizeps, ja? Zeig mal her. Dein Bizeps. So, meine Freunde, es ist unser letzter Tag hier in Midyat. Und mein Onkel Kevnas. Ein paar Waffen zu Hause natürlich. Man weiß nie, was hier passiert. Hier sind Wildtiere, viele Haiwans unterwegs. Und manchmal kommen die auch vor die Tür. Deswegen muss man immer eine Waffe griffbereit haben. Ihr kennt sie auch auf jeden Fall. Deswegen ziehen wir erstmal unsere Weste an. So. Den haben wir auf jeden Fall an. Die Welt ist ja okay. Guck mal da. Wow. Okay. Da eins, da, zwei. Babisch. Diese Kugel hier ist hier Basnas Küche, ne? Für deinen Kanal. Ich hoffe, wir machen dieses Jahr noch die 100.000 voll. Und das ist für dich. Freunde, was war das? Meine Ohren sind taub. Oh mein Gott. Wow. Afrasha Shana. Das war's jetzt mit dem Urlaub. Wir fahren jetzt wieder nach Hause, nach Deutschland. Wir fahren erstmal nach Diyarbakır jetzt. Von dort aus fliegen wir nach Antalya. Von Antalya aus fliegen wir weiter nach Hannover. Wir kommen ungefähr um 3 Uhr morgens an, Donnerstag. Es war eine schöne Zeit hier. Schöne Sachen erlebt. Sachen, die ich eigentlich so nie gesehen habe. Ne? Ich hoffe, die 2-3 Videos haben euch gefallen, die ich euch präsentiert habe. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los und wir haben 200 Kilometer vor uns. Let's go, ich werde sie auf jeden Fall vermissen. Ich bin jetzt hier in Diyarbakır am Flughafen. Ihr kennt meinen Vater. Der will immer so früh da sein und rechtzeitig hat Angst, dass er seinen Flug verpasst. Er hat meinen Kopf kaputt gemacht. Wir müssen 3 Stunden einfach warten, bis unser Flieger kommt. Ich warte jetzt hier 3 Stunden lang wie ein Sewi. Weil in 3 Wochen geht's weiter. Nach Griechenland. Habt ihr Bock, dass ich in Griechenland, in Kreta, fette Videos für euch drehe?
Schreibt es mir in die Kommentare. Mein Bruder Sami geht das erste Mal in Urlaub. Cousins, Freunde. Das wird richtig krank. Dieses Urlaub war so zum Chillen, Heimat und so. Aber in 3 Wochen unter Schaumparty. Ich bin hier gerade mit Zeno. Ich habe ihn gerade am Flughafen getroffen, meine Freunde. Ne? Hier einfach in Diyarbakır. Spontan, zufälligerweise hat er mich angesprochen. Jetzt bin ich hier gerade mit seinem Daddy und seiner Mama. Wer holt uns ab, Bruder? Mein Bruder. Mein Bruder Sammy. Er will ihn auch gerne sehen. Schöne Grüße an Sammy. Ja, und leider fliege ich von Antalya nach Hannover. Ja, wir warten jetzt hier gerade noch 10 Minuten. Die Leute warten auch gerade. Es ist gleich soweit. Bist du bereit? Auf jeden Fall, Junge. Ach du Scheiße, ich habe so Angst vor Fliegen, ne? Ich kriege immer Ohrenschmerzen. Ich will meine Frau sehen. Was sag ich? Was sagt er? Wir haben so Schiss. Ich habe so Angst. Ja, so zusätzlich bei mir. Ich kann lieber mit Fahrrad hier nach Deutschland. Besser als Flug, Alter, kannst du ja anzusteigen. Karl, sicherste Verkehrsmittel. Ja, woher? Ja, ich schwör's dir, Alter. Eine Turbine geht kaputt. Komplett. Weg. Wir müssen jetzt auch noch mal warten. Das Ding ist, sie fliegen nach Antalya, von Antalya nach Hannover. Das wird nochmal richtig, richtig, richtig Tschüssmus. Nein! Alles gut, alles gut. Ich bin bei dir, mein Junge. Jo, aber wenn ich runterfliege, bist du auch bei mir? Ja, scheißegal. Schleudersitz. Wir müssen einfach eine Notlandung in Istanbul machen. Ein Junge, ein 10-jähriger Junge, ist einfach 2 Stunden lang ohne seine Eltern gefahren. Ich bin hier mit meinem Daddy. Nach 8 Tagen. 7 Länder besucht, Notlandung in Istanbul, richtige Filme, einer hat fast einen Herzinfarkt im Flugzeug gehabt, die ganzen Passagiere sind aufgestanden, leider konnte ich das nicht filmen, das wäre ein bisschen peinlich gewesen, Leute werden durchgedreht, meine Mama hat sich gefreut, wir sind jetzt da, wir sind 9 Stunden von Türkei nach Deutschland geflogen, kommt mal klar, wir sind 3-mal hochgeflogen und 3-mal wieder runtergeflogen, von Midyat nach Antalya, Antalya, Notlandung in Istanbul und Istanbul wieder nach Hannover, Filme. Ach, Diyarbakır. Pfoh, Mama, was läuft? Hast du sogar Zigarren geholt oder was ist das? Zanetina. Was denn? Ego, kribe Zanetia, Pfadi. Rasti mir hitsch birne mit Mapchina, aber. Das ist für Käse, selbstgemachte Käse. Freunde, dazu gibt's ein Video auf Basnas Küche. Seid gespannt, wenn ihr Lust habt, wie die alles hier testen. Jede Sache hier, Mawis. Das, Lokums. Boah, wir haben echt keinen Kehl gelassen im Media. In dem Sinne, ich bin back in town. Was geht ab? Remy K, folgt mir auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und wenn ihr Bock habt, dass ich in Griechenland auf Kreta ein fettes Video für euch drehe, schreibt es mir auch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Kiki!